Lena Belkiner ist meiner Meinung nach die Idealbesetzung für das Belcanto-Fach und bringt damit auch die perfekten technischen Voraussetzungen mit für Werke von Georg Friedrich Händel. Mit ihrer schönen, dunkel timbrierten weiblichen Stimme, geheimnisvoll und sinnlich, hätten Rossini, Donizetti oder auch Händel ihre helle Freude gehabt. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit der Verfilmung von Rossinis La Cenerentola, in der sie als Angelina für Furore sorgte. Im Februar singt sie bei den internationalen Händel-Festspielen in Karlsruhe die intrigante Königswitwe Gismonda in Händels Ottone. Wer also ein richtiges Koloraturfeuerwerk erleben möchte, dem empfehle ich diese neue Produktion in Karlsruhe. Ein kleiner Nachsatz sei mir noch erlaubt. Wir freuen uns sehr, dass wir Lena Belkiner nun im Generalmanagement vertreten.